Herzlich willkommen zu Alpha Forum. Bevor ich Ihnen unseren heutigen Gast vorstelle, will ich zunächst etwas von ihm wissen. Herr Gallwitz, wären Sie gerne Polizist geworden? Ich bin mir nicht so sicher, wenn Sie eine ehrliche Antwort haben möchten. Sie sind Professor für Psychologie und Soziologie an der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg in Villingen-Schwenningen. Das ist richtig, ja. Eine Ausbildungsstelle mit einem langen Namen. Mhm. Dem wird das absolut neu sein, dass es eine eigene Hochschule für die Polizei gibt. Es gibt in der Tat in der Bundesrepublik nur drei Hochschulen, eigenständige Hochschulen in Baden-Württemberg, in Sachsen und in Sachsen-Anhalt. Viele andere Bundesländer haben eigene Fachbereiche, die einer Fachhochschule für öffentliche Verwaltung dann angegliedert sind. Können da normale Menschen auch hingehen, sofern sie die Fachhochschulreife und die Hochschulreife haben? Ja, wir haben in der Tat seit einiger Zeit die Möglichkeit für Direkteinsteiger nach einer gewissen Vorbereitungszeit von 9 Monaten direkt bei uns zu studieren. Was macht der Psychologe? Sie sind ja auch Psychotherapeut noch. Was machen Sie an einer Hochschule für Polizei? Wir haben natürlich jede Menge Stunden im Bereich der Aus-, Fort- und Weiterbildung der Polizeibeamtinnen und Beamten, wo im Bereich Psychologie und Soziologie Grundlagenwissen vermittelt wird. Daneben gibt es eine ganze Reihe von Wahlpflichtveranstaltungen, wo man sich dann als Psychotherapeut, als Psychologe spezialisiert. Ich habe mich spezialisiert auf Tötungsdelikte zum Nachteil von Frauen und Kindern und Sexualdelikte. Und das ist das, was der Psychologe dann an dieser Ausbildungseinrichtung zum Beispiel machen kann. Wir sind aber insgesamt 7 Kollegen, Soziologen und Psychologen, da ist jede Menge zu tun. Haben Sie den Eindruck, dass so der ganze Bereich Psychologie bei der Polizei unterentwickelt ist? Dieses Gefühl hatte ich vor vielen Jahren, als ich noch studiert habe. Mittlerweile ist eine sehr große Aufholjagd erfolgt, wobei wir immer noch ein Mindergewicht gegenüber den Rechtswissenschaften haben und den eigentlichen polizeispezifischen Fächern. Warum sollte ein Polizist psychologisch geschult sein? Ich denke, der Polizeibeamte ist einer der wenigen, der in unserer Zeit 24 Stunden am Tag ansprechbar ist. Ein Polizeibeamter ist in seinem Dienst teilweise Sozialarbeiter, Mädchen oder Junge für alles. Insofern geht es sehr gut, sehr viel um Kommunikation, um Beziehungen herzustellen und zu überprüfen. Und das, wenn es noch gar nicht um Kriminalität geht, wenn es dann um Delikte geht, um Ermittlungsverfahren, um Vernehmen, da braucht man eine ganze Menge Geschick, die man eigentlich mit juristischen Tatbeständen allein nicht bewerkstelligen kann. Am Anfang Ihres Studiums, Sie haben vor allem in Deutschland studiert, an verschiedenen Universitäten, in München, in Nürnberg, Erlangen, in Ulm, wenn ich richtig informiert bin. Sie waren später dann noch eine Zeit lang in Amerika, darüber werden wir sicher noch sprechen. War das, was Sie jetzt sind, eigentlich immer so Ihr Traumberuf, mal Psychologe für die Polizei zu sein? Für die Polizeiausbildung speziell? Also jetzt im Nachhinein habe ich schon das Gefühl, dass ich mir einen Traumberuf verwirklichen kann. Von Anfang her gesehen war der Weg natürlich nicht immer so geradlinig und es hat schon einige Biegungen gegeben. Macht es eigentlich Spaß, Studenten zu unterrichten? Die meisten von Ihnen, es gibt ja jetzt auch die Möglichkeit, dass junge Leute direkt zu Ihnen kommen, von der Schule weg. Aber die Regel war in der Vergangenheit doch zumindest und ist es vielleicht auch heute noch, dass die Studenten bereits gearbeitet haben in ihrem Beruf. Sind die leichter zu handhaben als normale Studenten? Auf keinen Fall. Ich habe an der Uniklinik in Erlangen auch im Bereich der medizinischen Psychologie schon richtige Studenten, die nur studiert haben, unterrichtet. Da ist ein Unterschied. Erwachsene haben ganz andere Anforderungen und haben ganz andere Vergleiche. Bei mir persönlich macht es sehr großen Spaß, mit Menschen zu arbeiten. Ob die jetzt mehr oder weniger von mir verlangen, ist für mich kein Maß. Ich arbeite gern mit Menschen. Aber disziplinmäßig kann ich mir ja vorstellen, dass Studenten auf der Hochschule für Polizei, dass die vielleicht disziplinierter sind als Studenten einer normalen Universität oder Fachhochschule? Würde ich nicht unbedingt so sehen. Das alte Problem zwischen Fachautorität und Amtsautorität, spätestens wenn die Prüfung vorbei ist oder ganz weit in der Ferne ist, ist die Amtsautorität nicht so wichtig. Da geht es mehr darum, dass man die Studierenden von seinen fachlichen Qualifikationen berührt und irgendwo erreicht. Und dann sind die unabhängig vom Lebensalter und von den Vorerfahrungen eigentlich Menschen, die sehr gerne mit ihnen zusammenarbeiten, wenn man diesen Kontakt schaffen kann.
Generell würden Sie sagen, die Studenten, die bei Ihnen sind, sind motiviert oder ärgern Sie sich manchmal, sagen, Mensch Gott, es ist wieder nichts los unter den Studenten, kein Interesse? Ich habe den Eindruck, dass die sehr motiviert sind, die große Mehrzahl der Studierenden sehr motiviert sind und auch das Gefühl haben, und das ist ja der Unterschied zwischen einem rein wissenschaftlichen Studium und einem Fachhochschulstudium, dass es sehr praxisorientiert ist. Wir müssen den Leuten auch was bieten können. Also ich muss auch Antworten auf konkrete Fragen finden und da kann ich mich nicht auf ein Lehrbuch beziehen, wo ich sage, dieser Fall der Demonstration steht da nicht drin. Auf welche Fragen müssen Sie zum Beispiel Antworten finden? Was wird so ganz konkret auch von Studenten eingebracht? Das beginnt mit fachlichen Fragen, wenn Sie so wollen. Wie verhalte ich mich in einer bestimmten Demonstrationssituation, wenn Demonstranten auf mich folgendermaßen zugehen, und geht hinein bis in den privaten Bereich, wo man dann zwischendurch in den Pausen gefragt wird, ich habe folgendes Problem mit meinem 7-jährigen Sohn. Mhm. Was können Sie mir da empfehlen? Also das ist, wenn Sie so wollen, von direkt fachlich einsatzspezifischen bis hin zu privaten Dingen. Da können Sie dann nicht nur antworten als Psychologe, sondern auch als Vater. Sie selbst haben 4 Kinder. Das ist richtig, ja. Das mache ich dann auch ganz gerne. Sind Jahrgang, sollten wir jetzt auch mal verraten, 1951. Und Sie haben in den 80er Jahren, ich glaube 2 Jahre in Amerika als Austauschwissenschaftler gearbeitet. Was hat Ihnen die Arbeit in Amerika gebracht? Die Arbeit in Amerika hat mir sehr viel gebracht. Wenn Sie so wollen, als Quintessenz, ich denke, der wichtigste Knackpunkt bei uns in Deutschland ist die Beurteilung der Teamfähigkeit. Die Amerikaner können uns sehr viel vormachen im Bereich Teamfähigkeit. Wir sind in vielen Bereichen mehr Mannschaften und deswegen können viele Menschen ihre Leistungsfähigkeit nicht ganz so zeigen und entwickeln, weil sie einfach Schwierigkeiten im Anecken haben. Wer darf wie gut sein? Mhm. Sie gelten als Spezialist so für den Bereich Täterpsychologie. Was ist darunter zu verstehen? Man muss sich vorstellen, früher hat man das als psychologische Gutachten bezeichnet. Man versucht aufgrund des Verhaltens eines Menschen eine Art psychologisches Phantombild aufzubauen und Vermutungen anzustellen, was dieser Mensch für eine Persönlichkeitsstruktur hat, was er vielleicht für ein Alter, für einen Bildungsgrad, für Lebensgewohnheiten hat, um über Menschen Aussagen machen zu können, die man eigentlich nur vom Endergebnis von irgendeiner strafbaren Handlung oder irgendeinem Vorgang her kennt. Das heißt, Sie kennen den Täter schon, bevor die Polizei weiß, wer es ist? Um das mal so auszudrücken. Das ist richtig, ne? Ja. Ich habe ein Bild von einem Menschen, den es unter den Tatverdächtigen manchmal gar nicht gibt oder wo es vielleicht ganz viele Tatverdächtige gibt, die auf diese Weise etwas eingeengt werden können. Irren Sie manchmal? Aber selbstverständlich. Man muss auch von vornherein sagen, das ist ein zusätzliches Hilfsmittel bei der Ermittlungsarbeit, bei der wichtigen Ermittlungsarbeit der Polizei. Und es ist nicht so, dass jetzt irgendwo ein Psychologe sitzt, in die Kugel guckt und dann den Polizeipraktikern sagt, wo es lang geht. Das ist ein Mythos, ein Missverständnis. So soll es nicht laufen und so läuft es auch gar nicht. Es ist ein Hilfsmittel. Wie gesagt, Sie sind Professor an der Hochschule für Polizei in Villingen-Schwenningen. Kommt es gelegentlich auch vor, dass die Polizei Sie anruft und sagt, können Sie vorbeikommen, können Sie uns helfen? Wir haben hier einen Fall, bei dem wir nicht weiter wissen. Haben wir sehr oft. Natürlich auch durch die, wenn Sie so wollen, kurzen Dienstwege ehemaliger Studierender, die bei uns studiert haben, aber natürlich auch im Rahmen von Bekanntschaften und gemeinsamen Arbeiten, dass man weiß, da könnte ich einfach mal kurz anrufen oder nachfragen. Mhm. Was war Ihr schwierigster Fall, den Sie gelöst haben? Ich denke da an ein Tötungsdelikt in den neuen Bundesländern, wo ein 8-jähriger Junge verschwunden ist lange Zeit. Ein Schicksal, das ja fast 800 Kinder in unserem Land als sogenannte Langzeitvermisste betrifft, wo dann nach einigen Monaten Überreste gefunden wurden und man dann davon ausgehen musste, dass er einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen ist. Und dann ist das Verfahren irgendwann mal eingestellt worden. Und ich habe das Verfahren dann bekommen als etwas Eingestelltes. Und das hat mich gereizt, habe dann mir die ganzen Unterlagen noch mal vorgenommen. Man muss dazu sagen, der Täter hat sich in anonymen Briefen eingemischt. Also es gab jede Menge Material, ähnlich wie bei einer Produkterpressung, was er geschrieben und gedacht hat. Und ich habe dann mit dazu beigetragen, dass man nicht nur aufgrund dieses Persönlichkeitsprofils Tatverdächtige gefunden hat, sondern einen ganz bestimmten Tatverdächtigen dann zu seinem Geständnis dann auch noch gebracht hat. Sind da die Grenzen fließend zur Polizeiarbeit? Eigentlich nicht, denn als beratender Psychologe, wenn Sie so wollen, kann ich ein Gespräch führen mit einem Tatverdächtigen. Ich werde den nicht vernehmen. Vernehmen tut den in dem Fall die Mordkommission. Ich habe mit ihm, wenn Sie so wollen, 10 Stunden gesprochen. Am Ende dieses Gesprächs war sein Geständnis für mich und die Mordkommission hat dann die Vernehmung gemacht und das Protokoll erstellt. Das sind schon Arbeitsteilungen, einfach aufgrund der rechtlichen Bestimmung. Ich bin kein Vollzugsbeamter. Ich habe im Archiv ein paar Zitate von Ihnen gefunden und ich würde Ihnen mal vorlesen, Sie werden sie wahrscheinlich wiedererkennen und vielleicht kommentieren Sie die kurz. Einige Aussagen von unserem Gast, der hier bei uns in Alpha Forum heute ist.
von Professor Adolf Gallwitz. Und ich fange mal an mit dem Zitat: Ein Todesopfer hat keine Fürsprecher mehr. Der Täter hat 1000 Entschuldigungen parat. Wir haben ein sehr täterorientiertes Strafrecht in unserem Land, wo ich manchmal den Eindruck habe, dass die Opfer, ob sie jetzt tot sind oder noch am Leben sind, eigentlich nur dazu dienen, irgendjemand zu überführen. Und wenn dann jemand verurteilt wurde, dann fragt man sich, warum jetzt dieses Opfer noch irgendeine Genugtuung braucht. Der Täter ist ja verurteilt und da fehlt mir etwas. Zitat Nummer 2. Wissen Sie, ich gehe gedanklich mit Leichen ins Bett und da bin ich froh, dass ich mit meiner Frau über alles reden kann. Das ist das alte Problem, dass natürlich hier keine Gewöhnung eintritt. Es gibt immer wieder auch nach vielen Jahren Tätigkeit Menschen und Leichen, die einem besonders nahe gehen aufgrund der Tötungsumstände, aufgrund des Alters der Opfer. Und da braucht man eigentlich Menschen, wo man sich austauschen kann, ohne dass die einem sagen, mein Gott, schon wieder mit deinen Abgründen. Nächstes Zitat, den typischen Täter gibt es nicht. Das ist richtig und das ist auch etwas, wo sich, wenn Sie so wollen, angebrütete Psychologen von ausgebildeten Psychologen unterscheiden, dass sie nicht naive Typologien und Theorien verwenden, sondern im Prinzip bei jedem Fall offen sind und versuchen, wissenschaftlich heranzugehen. Der Frieden der Welt beginnt im Kinderzimmer. Das ist für mich ein ganz wichtiges Zitat, weil ich festgestellt habe, dass wir ein erschreckendes Ausmaß an alltäglicher Gewalt in Beziehungen und Familien haben und hier für mich eine große Wurzel für Jugendgewalt und allgemeine Gewaltprobleme in der Gesellschaft stecken. Da passt dann sicher auch mein letztes Zitat dazu. Achten wir unsere Kinder, damit sie nicht zu Tätern werden. Achten wir uns selbst, damit wir wieder zu Vorbildern werden. Bedeutet ein gesunder Egoismus und eine gesunde Art und Weise, auf sich selbst zu gucken und gleichzeitig versuchen, das, was wir so als Empathie bezeichnen, irgendwo der nächsten Generation beizubringen, Einfühlungsvermögen beizubringen und zu lernen. Das scheint ja auch so eines Ihrer weiteren Spezialgebiete zu sein, nämlich Kinder, gerade auch die Verbrechen, die an Kindern ausgeübt werden, der sexuelle Missbrauch an Kindern. Sie haben ein Buch geschrieben, Die Kindersexmafia in Deutschland, zusammen mit Manfred Paulus. Untertitel ist Täterprofile, Pädophilenszene, Rechtslage. Hat das Buch irgendetwas bewirkt? Das Buch hat sehr viel bewirkt. Wir haben es in erster Linie geschrieben, um für einschlägige Berufe, natürlich für unsere Polizeibeamtinnen und Beamten, Material an die Hand zu geben. Man hat immer gedacht, in Deutschland gibt es bestimmte Dinge nicht. Wir haben uns auf Fälle bezogen, die hier passiert sind, unter Abwandlung natürlich der Namen und der Orte. Insofern dient es das in erster Linie auch mal als eine Fortbildung. Was gibt es denn hier überhaupt? Wir brauchen nicht nach Thailand gucken. Wir brauchen natürlich auch nicht zu Dutroux nach Belgien gucken. Wir haben hier mitten uns eine Problematik, die sehr stark unterschätzt wird und die von der Art und Weise vollkommen falsch gesehen wird. Wie kamen Sie darauf, dass Sie gesagt haben, hier muss ich mich einsetzen? War das einfach so das Bedürfnis, den Schwächsten in unserer Gesellschaft zu helfen? Das war natürlich auch ein Grund, aber ein wichtiger Grund war, als ich vor 8 Jahren zur Polizei gegangen bin, dass ich einen Umlauf gemacht habe durch verschiedene Abteilungen und Gebiete. Und da bin ich bei dem Dezernat 5 in Baden-Württemberg Sexualdelikte hängen geblieben, habe sehr viele mehr Wochen dort verbracht, als ich eigentlich verbringen hätte müssen. Und habe gemerkt, dass im Bereich Glaubwürdigkeit, was erwachsene Sexualdeliktsopfer betrifft und kindliche Sexualdeliktsopfer, hier einiges im Argen ist. Und da müsste man etwas tun. Und das war für mich so die Idee, da könnte man was draus machen. Und das war die Zeit vor Dutroux. Da war das eigentlich noch kein Thema. Mittlerweile gibt es sehr viele Experten, die sich mit dem Thema beschäftigen. Damals waren es noch sehr wenig. Sie haben den Fall in Belgien angesprochen. Ich vermute aber, das kann man natürlich nicht auf Belgien begrenzen. Wie würden Sie die Szene in Deutschland beschreiben? Wir haben hier bei uns in Deutschland auch eine organisierte Szene, teilweise mit weltweiten und internationalen Vernetzungen. Wir haben hier eine Szene, die teilweise Mitgliederzeitschriften herausgibt, wo seit Jahren und Jahrzehnten versucht wird, Schutzaltersgrenzen zu beeinflussen. Das heißt, die Strafbarkeit mit sexuellen Kontakten zu Kindern herabzusetzen. Wir haben hier natürlich im Hinblick auf die modernen Medien auch die Möglichkeit, dass man sich anonymer aus seinem eigenen Arbeitszimmer heraus mit ähnlich Gleichgesinnten in Verbindung setzt. Und wir haben hier bei uns in Deutschland in vielen unscheinbaren Annoncen, in ganz normalen Tageszeitungen eigentlich Hinweise, die darauf hinweisen, dass hier einiges im Argen ist. Sie reisen durchs Land, Sie halten dazu Vorträge, Sie lehren das natürlich auch an der Hochschule. Wird das Problem ernst genommen? Haben Sie das Gefühl, inzwischen wird es ernst genommen? Es ist ja jahrelang auch so ein bisschen ignoriert worden. Aber so spätestens nach dem Fall in Belgien haben ja alle Zeitungen darüber berichtet und viele stehen fassungslos davor. Wie wird das aufgenommen von Ihren Studenten? Was können Sie denen mitgeben?
Also die Studenten sind sehr betroffen und sehr interessiert. Die Frage ist natürlich, wie wir es umsetzen können. Es ist einmal ein Kapazitätsproblem. Es gibt sogenannte Bringdelikte und da gehört dieses dazu. Wenn ich ein Angebot über Kinderpornografie im Briefkasten habe, dann muss ich zur Polizei gehen und muss sagen, da ist was in meinem Briefkasten. Wenn mein Auto gestohlen ist, gehe ich selbstverständlich hin. Aber bei solchen Angeboten schmeißen es die Leute vielfach weg und dann erfährt die Polizei nichts davon. Also man müsste hier mehr hinschauen in der Gesellschaft bekommen, dann hätten wir auch mehr zu tun. Und dann ist natürlich die Frage, ob wir so viel Personal hätten, weil es natürlich auch Delikte gibt, wo von außen hin mehr Kapital im Spiel ist, wo mehr wirtschaftlicher Schaden angerichtet wird und weniger Schaden, wenn Sie so wollen, in den Seelen der Menschen, obwohl natürlich im Grundgesetz Artikel 1 die Menschenwürde als das Wichtigste angesehen wird. Aber das kann man schlecht in Mark und Pfennig beziffern. Und wenn ja da nicht nur irgendwelche Briefe oder irgendwelche Prospekte hin und her geschickt, sondern das Ganze geht teilweise zumindest alles übers Internet und das ist sehr schwierig zu kontrollieren. Und für die Polizei an die Fälle ranzukommen. Wie können Sie der Polizei in dem Zusammenhang helfen, als Psychologe? Wir haben hier natürlich Bundesländer, wenn ich jetzt an Bayern denke, die ganz an der Spitze steht, was die materielle, personelle und die Fortbildungsausstattung betrifft. Wir haben andere Bundesländer, die haben teilweise Schwierigkeiten, überhaupt einen Internetzugang zu bekommen. Hier kann der Psychologe den Beamten Hilfe geben bei der Verarbeitung dieses ekelhaften Materials. Wenn ich mich von früh bis Abend mit Kinderpornografie, mit sexuellen Handlungen, mit Leichenteilen oder was auch immer, es gibt ja nichts, was man sich an Abgrund hier vorstellen kann, dann brauchen die Leute, wenn sie so wollen, eine Möglichkeit, dass sie sich von diesen Dingen auch wieder ein bisschen distanzieren können. Also Konfliktbewältigungsmöglichkeiten, Entspannungstechnik, das wäre so ein wichtiger Punkt. Und das Zweite, wir können als Polizeipsychologen den Beamtinnen und Beamten dadurch helfen, dass wir etwas über die Motive und den Hintergrund dieser Täterinnen und Täter sagen. Was sind das für Menschen? Warum machen die das? Hat es überhaupt was mit Sexualität zu tun? In den meisten Fällen nein. Nun sagen Sie auf der anderen, auf der einen Seite, kein Täter ist so wie der andere Täter. Trotzdem sagen Sie, es gibt hier schon gewisse Verhaltensmuster, die man nachvollziehen kann und denen man nachgehen kann. Wer sind denn die Täter? Wir können in zwei große Gruppen einteilen. Einmal Menschen, die von ihrer sexuellen Entwicklung fixiert sind auf Kinder. Das sind ideale Partner. Das müssen nicht Geschlechtspartner sein, aber ideale Partner, weil die wunderbar mit Kindern umgehen können. Die entsprechen ihrer Persönlichkeitsstufe. Die machen ihnen keine Angst. Vor Gleichaltrigen haben sie Angst. Und dann gibt es die zweite Gruppe von Tätern. Da hat die Situation eine große Rolle. Das sind Leute, man spricht, die fallen zurück auf eine frühere Entwicklungsstufe. Die haben Schwierigkeiten im Beruf, haben Schwierigkeiten in der Ehe, in der Partnerschaft, haben Probleme im Umgang mit Alkohol. Und da kommt dann ein Kind als Ersatzobjekt für einen Erwachsenen, der momentan nicht verfügbar ist, als Opfer in Frage. Das wären die zwei großen Gruppen. Und dann gäbe es noch die Möglichkeiten dieser Ausbeutungs- und Erlebnistäter, die man sehen muss. Wir haben einen Riesenmarkt an Prostitutionstourismus in Länder im europäischen Bereich und natürlich Bangkok, Thailand, Dominikanische Republik, Indien. Also da gibt es jede Menge, die man erwähnen kann, die zu Zehntausenden hier von Deutschland unterwegs sind, um einschlägige sexuelle Kontakte mit Kindern zu haben. Es heißt, allein in Deutschland werden 800 Kinder vermisst. Wenn man das ganze Problem mal quantifiziert, was glauben Sie, und da ist ja sehr viel im Dunkelbereich auch, also Fälle, die nie bekannt werden, auch der Polizei nie bekannt werden. Wie viele Fälle gibt es so in Deutschland von Missbrauch an Kindern? Also ich meine, diese fast 800 Fälle, die laufen natürlich bei uns statistisch unter den sogenannten Langzeitvermissten. Man muss einfach aufgrund einer gewissen Erfahrung davon ausgehen, dass ein erheblicher Prozentsatz dieser 800 Kindern Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen sind. Das heißt, gehen wir mal ganz von einer niedrigen Zahl aus, ein Drittel, dann sagen wir, fast 300 Kindern sind Gewaltverbrechern zum Opfer gefallen, so wie man sie unter den Namen Rieken, Disterweg und wie sie auch immer heißen, kennen. Und das ist natürlich schon ein Problem, was man nicht auf einige wenige Täter zurückführen kann. Also wir müssen davon ausgehen, dass es schon ein erhebliches Maß an Tätern gibt, die noch nicht zur Verantwortung gezogen wurden und mindestens eins oder mehrere Kinder umgebracht haben. Was müsste von Seiten der Polizei mehr geschehen, um auch hier mehr Fälle aufzudecken? Also in den vergangenen Jahren versucht man diese sogenannte Crime Analysis, also diese überregionale, über die Bundesländer hinausgehende Vernetzung und den Datenaustausch zu betreiben und versucht auch sogenannte Bewegungsbilder aufzustellen, zu gucken, ob vielleicht bestimmte
Delikte des Vermisstenseins bzw. Tötungsdelikte in irgendeinem Zusammenhang stehen. Das wäre wichtig. Wir bauen ja momentan bei der Polizei auch dieses Whitelist-System auf, eine Datenbank, wo versucht wird, Gewaltdelikte hinsichtlich möglichst vieler Spuren zu speichern, wo man dann abrufen kann, da ist ein ähnliches Vorgehen gewesen. Das könnte der gleiche Täter sein, weil der vielleicht ähnlich vorgegangen ist, oder es würde in irgendeiner anderen Hinsicht zusammenpassen. Also Vernetzung des ganzen Wissens, das die verschiedenen Polizeibehörden haben, unabhängig machen von der Dienstzeit bestimmter Beamten. Oft ist es so, wenn der nicht mehr im Dienst ist, dann geht ja ein Teil des Erfahrungsschatzes verloren. Wir haben die Möglichkeit der EDV. Das müssen wir bundesweit, um dann zu sagen, auch europaweit zugänglich machen, um möglicherweise auch Serientätern auf die Spur zu kommen. Denn sehr viele Täter töten nicht nur einmal, sondern die töten öfters und immer wieder. Ich würde jetzt gern zu einem ganz anderen Gebiet kommen, zur Medienperson Gallwitz. Sie sind ja relativ bekannt. Sie arbeiten vor allem auch sehr viel für den Sender Sat.1, einen Privatsender, was nicht ganz unumstritten ist, auch so in Ihrem Kollegenkreis. Mhm. Ihr Medienengagement begann aber, glaube ich, mit Margarete Schreinemacher. Mhm. Und zwar die Sendung hieß Wir helfen suchen. Das ist richtig, ja. Verstehen Sie, dass es Menschen gibt, die das nicht so gut finden, dass Sie sowas machen? Aber selbstverständlich. Und auf der anderen Seite, wenn man an die Öffentlichkeit tritt, muss man auch solche Kritikpunkte einstecken können. Margarete Schreinemacher hatte gewaltige Einschaltquoten an Mittelzeit ihrer Karriere. Das war eine Möglichkeit, solche Ideen der Prävention auf eine wunderbare Weise zu verbreiten. Und ganz gleich, was man von solchen Sendungen hält, wenn Sie davon ausgehen, dass 5 Millionen Haushalte, die zum Teil geguckt haben, müssen Sie einfach davon ausgehen, 5 Millionen Haushalte hatten das Bedürfnis, das anzugucken, ob ich jetzt was davon halte oder nicht. Und dann waren Sie im Wohnzimmer mit Ihren 5 Minuten Präventionsgedanken. Nach wie vor arbeiten Sie für die Fahndungsakte bei Sat.1. Und da habe ich ein schönes Zitat aus der Süddeutschen Zeitung über die Fahndungsakte. Und die Sendung kommt da wie folgt weg. Zitat, SZ: Mit sachlicher Polizeiermittlung hat die Sendung so viel gemeinsam wie die Lindenstraße mit dem deutschen Alltag. Die Folgen sind fatal. Kein Mensch kann diese Fahndungsakte ernst nehmen, denn sie operiert mit der gleichen Pseudodramatik, die das Privatfernsehen bei all seinen Magazinen und halbrealistischen Spielszenen längst als Mittel der Unterhaltung etabliert hat. Frage an Sie, was bestimmt viele interessiert, warum geben Sie sich als anerkannter Wissenschaftler für eine solche Sendung her, die ja im Übrigen auch sehr umstritten ist bei den Innenministern? Zwei Sachen dazu, vielleicht das Letzte. Das sind Schwierigkeiten, die auf die Anfangszeit der Sendung zurückzuführen sind, 97, 98. Mittlerweile ist diese Sendung bei der Polizei aller Bundesländer sehr anerkannt, auch Bayern und Baden-Württemberg. Es gibt hier keine Vorbehalte mehr. Es war eine gewisse Zeit der Einarbeitung und der Gewöhnung. Eduard Zimmermann, den ich auch privat in dieser Hinsicht schon getroffen habe, hat immer wieder gesagt, jede dieser Sendungen hat ihre Berechtigung. Die Fahndungsakte hat eine ganz andere Sendezeit, da gucken ganz andere Leute, die hat ein wöchentliches Format. Und die Fahndungsakte hat natürlich versucht, auch ein bisschen Modernität reinzubringen. Und das stößt natürlich immer auf Schwierigkeiten, auch auf Seiten natürlich der Ermittlungsbehörden. Und deswegen gab es diese Schwierigkeiten am Anfang. Ich selber habe an der Entstehung von Anfang an mitgemacht. Für mich war das Herausforderung. Das wurde übrigens eine ganze Reihe von Kollegen angeboten, nicht nur mir alleine. Für mich war das eine Herausforderung, wie damals vielleicht auch für Eduard Zimmermann, etwas zu tun, etwas zu geben, damit man selber etwas nehmen kann, wenn Sie so wollen. Und die Möglichkeit, pro Sendung einige wenige Minuten präventive Aspekte mit anzusprechen und reinzubringen, ist für mich eine große Herausforderung gewesen und ist es immer noch. Und ich habe die Hoffnung immer noch nicht aufgegeben, dass man die Sendung auch immer noch ein bisschen mehr zu der Richtung verwenden kann, dass es immer weniger Kritik gibt. Die es aber immer geben wird. Die Aufmachung ist natürlich schon reißerisch. Das Privatfernsehen lebt von den Menschen, die es angucken. Übrigens auch Produktionen wie die XY-Sendung, die ja auch, wenn Sie so wollen, von einer Gemeinschaft für das ZDF produziert wird. Ich kann nicht am Zuschauer vorbei produzieren. Und wenn Sie mal gucken, Sendezeit ist 22.15 Uhr, was als Alternativprogramm um 22.15 Uhr läuft, dann müssen Sie irgendwo dagegen anstinken, in Anführungszeichen. Mhm. Und da muss man einen gewissen Preis bezahlen. Dieser Preis darf aber nicht zum Nachteil des eigentlichen Auftrags gehen. Das heißt, auch die Fahndungsakte prüft, ob hier überhaupt es sinnvoll ist, eine Sendung, ein Sendeteil für diesen ungeklärten Fall zu machen. Und auch die Fahndungsakte unterliegt den gleichen rechtlichen Bestimmungen wie jede andere dieser. Es gibt ja noch eine ganze Reihe von regionalen Fahndungssendungen. Ob Aktenzeichen XY oder auch die Fahndungsakte, glauben Sie denn, dass diese Art von Sendung überhaupt etwas bringt, dass die Kriminalität
ernsthaft irgendwie bekämpfen kann? Also ich darf gerade Ihren Kriminaldirektor Nagel aus München zitieren, der letzte Woche gesagt hat, ohne diese Fahndungssendung wäre dieser momentane Fall, wo mindestens zwei Tötungsdelikte auf einen Mann zurückgeführt werden können, überhaupt nicht lösbar gewesen. Ich glaube, dass wir auf Öffentlichkeitsfahndung in bestimmten Fällen, das muss man natürlich immer auswählen, überhaupt nicht mehr verzichten können. Und nur die Art und Weise, wie wir diese Fahndung jetzt darstellen, die müssen Sie zeitgemäß machen. Wir können keinen politischen Unterricht, eine trockene Polizeisendung und hoffen, dass es die Leute auch noch freiwillig gucken. Also da muss man einen bestimmten Preis zahlen. Aber auch bei der Fahndungsakte arbeiten die zuständigen Ermittler eng zusammen. Die können beeinflussen, dass bestimmte Szenen so oder anders dargestellt werden, wenn sie das möchten. Wie können Sie denn Einfluss nehmen auf eine solche Sendung? Also ich betreue meistens ein, zwei Fälle pro Sendung und bin dann auch in enger Abstimmung mit dem Team, das diese Sendung bildnerisch umsetzt und auch mit dem Ermittlungsbeamten, dem ich die Möglichkeit gebe, so bestimmte Schwerpunkte zu stellen. Und für manche dieser Sendungen erarbeite ich dann auch noch Gutachten für die Polizei. Und gemeinsam nehmen wir dann einen ganz kleinen Teil in die Sendung raus, um einfach dem Zuschauer so ein bisschen die Täterpersönlichkeit etwas nahe zu bringen. Früher hat man immer nur einen Film gesehen, hat es mehr aufs Äußerliche gesehen. Ich darf an einen Fall erinnern, der Regionalmordexpress in Dresden, immer noch ungeklärt. Da gab es ein fantastisches Phantombild, da hat man sogar ein Foto genommen. Dieser Mensch ist aber nie gefunden worden. Vielleicht deswegen, weil das Bild zu darstellend und zu genau war, dass jeder gesagt hat, Mensch, Erich, du warst heute Morgen auf dem Fahndungsplakat, das kannst du ja nicht gewesen sein. Wenn ich jetzt die Persönlichkeit beschreibe, er verhält sich in seinem privaten Umfeld so und so, er ist sehr aggressiv, er kommt schnell auf 180, er ist dieser oder jener Mensch, dann ist es vielleicht auch ein bisschen einfacher, neben einer Phantombilddarstellung Menschen zu finden, die als tatverdächtig in Frage kommen könnten. Also im Grunde Verhalten, Verhaltensmuster, daraus eine Person. Und das ist auch eindeutig ein Aspekt gewesen, den die Verhandlungsakte neu ins Spiel gebracht hat. Und den halte ich persönlich für sehr wichtig. Und deswegen vertrete ich den seit dieser Zeit auch einmal wöchentlich in der Sendung. Und Sie meinen auch, das hat Erfolg und bringt Erfolg? Wir haben annähernd die gleichen Erfolgsquoten wie die Sendung XY. Wobei man sagen muss, wir haben wesentlich ältere Fälle, undankbare Fälle, Fälle, die wahrscheinlich die andere Sendung überhaupt nicht annehmen würde, weil die Erfolgsaussicht von vornherein zu gering ist. Ja, das wollte ich eigentlich auch wissen, ob das nicht insofern auch jetzt, sage ich mal, manipuliert in Anführungszeichen ist, dass man sagt, wir nehmen nur Fälle letztendlich, wo die Erfolgsaussicht doch relativ groß ist. Also so eine neue Sendung wie die Fahndungsakte hätte sich das nie leisten können, kann sich es momentan noch nicht leisten. Ich möchte jetzt nicht spekulieren, aber eine etablierte Sendung, die über 30 Jahre da ist, die kann schon ein bisschen mehr diktieren, was sie haben möchte und was nicht. Und ganz am Anfang war es so, dass ja, wenn die eine Sendung was hatte, niemand sonst in der Medienlandschaft mehr was bringen durfte. Diese Mauer ist jetzt auch schon ein bisschen ins Bröckeln gekommen durch die zunehmende Konkurrenz. Also Sie machen viele ganz unterschiedliche Sachen. Wie gesagt, Sie sind an der Hochschule, Sie beraten die Polizei und drittens arbeiten Sie auch bei einer Fernsehsendung mit. Das vierte, was ich noch gefunden habe, ist, Sie haben Soldaten und Polizisten auf Ihren Einsatz im früheren Jugoslawien vorbereitet. Wie macht man sowas? Waren Sie dann selbst vor Ort dort oder haben Sie... Also in die Situation reinzuversetzen. In der damaligen Zeit am Zentrum Innerer Führung in Koblenz gab es ja diese Möglichkeit noch nicht, weil die Bundeswehr keine Auslandseinsätze hatten. Da hatten wir versucht, dann sehr belastende Situationen im Rahmen des ethisch Möglichen und Vertretbaren hier bei uns an Truppenübungsplätzen nachzugestalten. Da gibt es eine Menge Möglichkeiten, auch rein vom Psychologischen her. Und wir haben eben versucht, Menschen in zweiwöchigen oder vierwöchigen Lehrgängen auf Extremsituationen ganz allgemein vorzubereiten. Was kann man den Soldaten und den Polizisten mitgeben dann für einen solchen ja wirklich schwierigen Einsatz? Schauen Sie, es gibt eine ganze Reihe von Erkenntnissen. Zum Beispiel haben die Amerikaner in Vietnam, was die Offiziere betrifft, die größten Verluste durch eigene Leute gehabt. Das heißt, die meisten Offiziere sind durch amerikanische Soldaten und nicht durch Vietcong-Eingriffe tödlich verletzt worden. Das ist schon mal ein wichtiger Punkt, dass man sich Gedanken gemacht hat. Die Israelis haben sehr viele Untersuchungen in dem Bereich angestellt, in dem sie unter anderem als Quintessenz hatten, von dem Moment, wo wir jemanden an der Front für krank erklären und nach hinten in die Krankenhäuser transportieren, auch wenn er nicht krank ist, sucht er dann nach irgendeinem Grund und wird krank und wird dann wahrscheinlich monatelang nicht einsatzfähig. Das heißt, wir brauchen eine psychologische Betreuung sehr weit vorne im Bereich des Einsatzes. Es sind so bestimmte Dinge, die kann ich von anderen Ländern und von anderen Erfahrungen umsetzen.
Und dann kann ich natürlich auch versuchen, den Soldatinnen und Soldaten am eigenen Leib praktisch Erfahrungen zu machen, allein wie Konflikte dazu beitragen, dass man zu keiner Gruppenleistung mehr in der Lage ist. Wenn ich den anderen nicht vertragen kann, nicht leiden kann, bin ich nicht in der Lage, mit ihm zusammen genauso viel Gutes und Leistungsfähiges zu bringen, wie wenn wir uns verstehen. Kleine Kampfgemeinschaften als Stichwort. Kommt es bei solchen Gelegenheiten vor, dass auch einer sagt, ich brauche keinen Psychologen? Der ist am Anfang. Dieser Punkt ist am Anfang immer da. Das Problem hatten wir nicht nur bei der Bundeswehr, das haben wir auch in vielen Bereichen bei der Polizei. Das sind die alten Berührungsängste zwischen den Sozialwissenschaftlern, Psychologen, die angeblich alles sehen und ständig in einen reingucken. Und der Praktiker, der möchte sein Handwerkszeug, der möchte gut ausgebildet sein, gut schießen können, möchte aber nicht von den Seelendoktoren wissen, nach dem Motto, ich bin doch nicht krank, ich bin doch nicht verrückt. Vielleicht, weil er auch Angst hat, dass er sich selbst dann zu sehr öffnen muss und Schwächen zugeben muss. Natürlich. Was sagen Sie dann als Psychologe? Wartet mal ab oder... Das ist eine Problematik, die müssen Sie einfach die ersten paar Tage überwinden. Da müssen Sie etwas vorleben, wenn Sie so wollen, als Führungskraft, dass Sie neben der Tätigkeit als Psychologe auch sehen müssen. Und dann wird man irgendwann mal Ihnen folgen und sagen, Mensch, das war jetzt einer der wenigen, der war in Ordnung. Und vielleicht irgendwann werden Sie dann auch Fensteröffner. Mit Psychologen kann man nicht nur gut reden, sondern die brauchen wir. Und das ist etwas, was die Bundeswehr und Polizei dringend braucht. Ich möchte gar mit Ihnen noch reden über die Kriminalstatistik. Über nichts kann man mehr streiten als über Zahlen. Winston Churchill hat gesagt, ich glaube nur den Statistiken, die ich selber gefälscht habe. Jedes Jahr gibt es die offiziellen Polizeistatistiken und da kann man sagen, Kriminalität ist gestiegen, ist runtergegangen. Die Fälle, die aufgeklärt worden sind, mehr geworden, sind weniger geworden. Da kann man natürlich auch, wie gesagt, immer manipulieren. Generell heißt es ja im Moment, der Trend sei, dass die Fälle stagnieren. Also, dass die Zahlen nicht weiter nach oben gehen, das finden natürlich die Bürger gut, freuen sich drüber. Trotzdem muss man sich die Zahlen natürlich genauer anschauen. Würden Sie sagen, es stimmt im Großen und Ganzen, die Kriminalitätsstatistik stagniert? Also die Kurven stagnieren? Ich muss immer schmunzeln, wenn die neue Statistik veröffentlicht und dann interpretiert wird, weil diese polizeiliche Kriminalstatistik natürlich nichts anderes ist als ein Arbeitsnachweis der Polizei. Das heißt, es ist das sogenannte Hellfeld an angezeigten und bearbeiteten Straftaten. Alle Delikte haben ein sogenanntes Dunkelfeld. Wenn Sie den Bereich der Sexualdelikte nehmen, die machen ungefähr 1-2% der Gesamtkriminalität aus, dann können Sie von vornherein sagen, Sexualdelikte sind statistisch uninteressant, weil es ist ja nur 1%. Also lassen Sie uns um Wichtigeres kümmern. Das ist das eine, das Relative. Und das zweite, Sexualdelikte zum Beispiel, haben ein gewaltiges Dunkelfeld. Also ein riesiges Dunkelfeld, gerade weil die meisten sexuellen Übergriffe ja in den Familien stattfinden. Und darüber wissen wir nichts. Und wenn wir jetzt von dem kleinen Ausschnitt des Hellfeldes interpretieren und sagen, hat um 0,5% ab- oder zugenommen, dann ist das im Prinzip keine Grundlage für seriöse wissenschaftliche Interpretation einer Statistik. Und da muss man natürlich auch noch unterscheiden zwischen schweren und leichten Fällen, natürlich, zwischen Ladendiebstahl und irgendeinem Gewaltverbrechen. Mhm. Wie schauen da die Zahlen aus? Ja, Gewaltdelikte sind transparenter geworden, dadurch, dass natürlich die Medien sich drauf stürzen und die jeden Abend frisch nach Hause kommen. Und deswegen neigt man dazu, gerade wenn Sie das Beispiel Jugendgewalt nehmen, das Gefühl zu haben, die Kinder und Jugendlichen rüsten auf, wir sind bedroht, wir können nicht mehr vors Haus gehen. In Wirklichkeit ist Gewalt nicht Gewalt. Ich muss gucken, welche Art von Handlungen verbergen sich hinter dem Begriff, der jetzt so pauschalierend als Gewalt bezeichnet wird. Und ich muss genau dahinter gucken, wie viel Jugendliche sind denn diejenigen geworden, die jetzt auffälliger geworden sind. Da gibt es einen eindeutigen Trend, dass zwar die Kriminalität als Ganzes gerade bei den Jugendlichen nicht besonders zugenommen hat, eher abgenommen hat, aber wir haben einen größer werdenden Kern sogenannter Intensivtäter, die für mehr als 50% dieser Gewaltdelikte verantwortlich zu machen sind. Also Christian Dees, Mehmetz und wie sie alle heißen. Mhm. Was sind die Ursachen dafür? Fehlen die Vorbilder? Also wir machen es uns zu einfach, wenn wir jetzt wieder von den Werten und von der Orientierungslosigkeit und von der schlechten Situation sprechen. Es gibt keine monokausalen Ursachen, keine eindimensionalen Erklärungen. Es ist immer eine Mischung. Man hat auch in der Vergangenheit zu wenig Früherkennung betrieben. Man hat sich zu wenig Gedanken gemacht, ob es bestimmte Risikopersönlichkeiten auch gibt. Ich persönlich komme zunehmend zur Meinung, es gibt bestimmte schwierige Kinder. Wenn die zusammen auch noch in einer problematischen Umgebung aufwachsen, dann verstärkt sich hier ein Prozess, der dazu führt, dass diese Kinder auch schon sehr früh in der Schule auffällig werden. Und da könnte man jetzt reagieren. Das sind diese sogenannten Schläger. 5% sind die Schätzungen bei uns in Deutschland an Auffälligkeiten in der Schule. Da könnte ich jetzt einhaken, wenn ich an der richtigen Schule bin, wenn ich auch bei Lehrern bin, die mit diesem Problem gelernt haben, umzugehen. Diese Fälle gab es ja aber auch immer. Ich erinnere mich auch an meine Schulzeit, da gab es auch immer welche,
man gesagt hat, der wohnt da, da mache ich lieber einen Bogen um diese Straßenecke herum, wenn man nicht selbst auf eine Schlägerei aus war. Wird das einfach jetzt auch ein bisschen hochgepusht, dieses Problem, weil einfach häufiger darüber berichtet wird? Es wird hochgepusht, aber gleichzeitig zitieren Sie jetzt auch aus einer Zeit, wo man mehr hingeguckt hat. Damals konnte man einem 10-Jährigen vielleicht noch einen Klaps irgendwo hingeben, wenn man ihn mit einer Zigarette erwischt hat. Heutzutage wird man sich Gedanken machen, ob man da überhaupt was sagen darf. Das heißt, die Gesellschaft guckt zunehmend weg. Die Einzelnen kümmern sich mehr um eigene Probleme. Das beginnt bereits in der Nachbarschaft. Auf der anderen Seite ist dieser Abstand zwischen Ende der körperlichen Entwicklung und Beginn der eigenen Karriere in Familie und Beruf immer größer geworden. Die Ausbildungszeiten sind länger geworden. Die Jugendlichen scharen schon langsam mit den Füßen, weil sie eigentlich körperlich fit und fertig sind, aber sie stellen noch nichts dar. Sie haben nichts zu sagen, haben kein eigenes Geld, haben keinen fertigen Beruf und haben noch keine Familie. Und diese Spanne wird wahrscheinlich auch als etwas unangenehmer empfunden. Was glauben Sie, sind die Ursachen dafür, dass sich dieses Umfeld für Jugendliche so verändert hat? Sind das auch mangelnde Perspektiven? Sie haben gesagt, Sie wollen das jetzt nicht so einengen auf ein Problem, aber dass eben auch Jugendliche vielleicht Angst haben, dass sie keinen Job, keine Arbeit mehr finden eines Tages? Diese Erklärungen, die sind mir viel zu einfach, denn das hätte dann zur Folge, dass es ja früher keine Jugendauffälligkeit gegeben haben dürfte, und die hat es immer gegeben. Ich glaube, wir haben ein zunehmendes Problem der Sprachlosigkeit in den Familien und in der Gesellschaft. Wir haben jede Menge Kommunikation mit Medien, wir haben jede Menge passive Aufnahme von irgendwelchen Dingen, die uns geboten werden, aber wir sprechen immer weniger eigentlich über wichtige Dinge in den engen Beziehungskreisen und in diesem wichtigen Bereich der Familie. Wie machen Sie das in Ihrer Familie? 4 Kinder? Ich meine, Sie haben ja gerade eben angesprochen, auf wie viele Hochzeiten ich manchmal tanze. Da habe ich nicht nur ein schlechtes Gewissen, sondern versuche dann natürlich auch, bevor ich zu Hause aufschlage, einen Teil der Sorgen und unangenehmen Spannungen schon loszuwerden, damit ich nicht mit all diesen Schwierigkeiten abgearbeitet komme, und versuche die wenige Zeit mit meinen Kindern und meiner Familie so erquicklich wie möglich zu verbringen. Man kann nichts forcieren. Wenn Kinder jetzt keine Lust haben, sich zu unterhalten, kann man halt sagen, wir müssen uns am Wochenende unterhalten, weil das ist wichtig. Es muss ein Angebot sein, vor allen Dingen auch in Bereichen. Jede Familie, die Jugendliche in der Pubertät hat, wenn die noch so richtig funktioniert, dann stimmt irgendetwas nicht, weil da kommt das ganze Familienleben durcheinander. Es ist ganz natürlich, aber man muss dann in lockerem Kontakt bleiben. Sie haben von den Klaps angesprochen. Ich weiß nicht, ob das ein Plädoyer für den Klaps war oder... Es ist auf alle Fälle ein Plädoyer gegen den Klaps. Es ist ein trauriger Zustand eigentlich, dass wir jetzt über 10 Jahre eine Enquete-Kommission, die sich hatten und haben, die sich mit der Abschaffung des elterlichen Züchtigungsrechts befasst. Wir haben Länder in Europa, die schon längst darauf verzichtet haben, und wir in Deutschland meinen immer noch nicht darauf verzichten zu können. Es gibt so dumme Sprüche, die sagen, wer schafft sich dann überhaupt noch Kinder an, wenn man die nicht mehr schlagen darf? Ich halte das für einen ganz, ganz wichtigen Dreh- und Angelpunkt. Wenn etwas, ein Recht da ist, dann muss es ja auch einen Grund haben. Wenn man seine Kinder schlagen darf zwischendurch, dann muss es ja irgendwann Sinn haben. Und diesem Umdenken praktisch einen Anstoß zu geben, sollten wir schleunigst wie auch andere europäische Staaten auf dieses elterliche Züchtigungsrecht verzichten. Ich kann mir vorstellen, das wird jetzt viele Zuschauer überraschen. Sagen jetzt hier, der Psychologe, der vor allem für die Polizei arbeitet, müsste doch eigentlich ein Plädoyer dafür halten, dass man ein bisschen strenger umgeht mit jungen Leuten. Sie haben eingangs dieses Zitat gebracht, der Friede beginnt im Kinderzimmer. Die Art und Weise, wie Menschen unfähig werden, Konflikte nicht gewalttätig auszutragen, in irgendeiner Art und Weise mit den Familienangehörigen umzugehen, ohne zuzuschlagen, das ist etwas, was bei uns nicht gelernt wird. Ich würde sogar noch weitergehen und sagen, wir brauchen eine Art von Friedenspädagogik als Unterrichtsfach. Wesentlich wichtiger als die neuesten Erkenntnisse der Atomphysik, wenn Sie so wollen. Wie kann ich konfliktfrei, gewaltfrei Konflikte austragen als wichtiges Schulfach an Grund-, Haupt- und weiterführenden Schulen? Ich glaube ja, dass es auch schwierig ist, einem Kind zu sagen, du darfst nicht schlägern und schlagen, wenn man es dann selber schlägt. Das ist richtig. Wir müssen Vorbild sein und vorleben. Ich kann auch nicht sagen, gewaltfreie Erziehung zwischen den Kindern und meinen Ehepartner behandle ich auf eine Art und Weise, die sehr prähistorisch anmutet. Da stimmt irgendwas nicht. Und das bekommen die Kinder mit. Ich kann nur das von den Kindern verlangen, was ich zu Hause vorlebe, am eigenen Leib und in dem Umgang mit meinen Familienmitgliedern. Jetzt haben wir über die Familien und die Kinder gesprochen. Jetzt müssten wir mal reden über die Art und Weise, wie der Staat mit jungen Straftätern umgeht. Da gibt es ja auch immer wieder das Plädoyer in der Öffentlichkeit, es muss schärfer zugeschlagen werden von Seiten des Staates. Es geht nicht, dass man Jugendliche immer wieder nur verwarnt vor den Gerichten oder ihnen Bewährungsstrafen gibt. Der Staat muss hier stärker reagieren. Und ich erinnere allein mal an den Fall auch in Amerika, worüber ja viel berichtet wird, über den Fall von Raul.
wo man gesagt hat, auch Kinder, die Straftaten, so er das überhaupt begangen haben soll, was ja auch umstritten ist, die Straftaten wie Erwachsene begehen, die müssen auch bestraft werden wie Erwachsene. Also ich halte es für einen großen Fortschritt, nicht nur in der Zivilisation, sondern auch in unserem Rechtssystem, dass wir Kinder nicht als kleine Erwachsene wahrnehmen, sondern ihrer besonderen Entwicklungssituation wahrnehmen und ihren besonderen gesellschaftlichen Auftrag, den wir dann haben in der Erziehung der Kinder. Ich halte es für sehr gefährlich, die Strafmündigkeit nach unten zu verlegen und dann zu hoffen. Wir haben ja auch Beispiele in Europa, wenn wir dann einen Kinderknast aufmachen, der pro Person und Jahr wahrscheinlich ungefähr 300.000 Mark kosten wird, das nur so ganz nebenbei erwähnt, um das Problem zu regeln. Wir haben nichts davon, wenn wir Kinder frühzeitig und Jugendliche frühzeitig kriminalisieren und dann von vornherein auf einen Weg stürzen, der dann hinterher, wenn Sie so wollen, in dem zweifachen Mörder landet, der irgendwann mal für so und so viele Jahre hinter Gittern kommt. Ich denke, wesentlich wichtiger, als sich Gedanken zu machen über Strafverschärfung und über Senkung der Strafmündigkeit wäre, und da komme ich immer wieder zurück auf den Bereich der Früherkennung und Frühprävention. Was mache ich mit dem Fünfjährigen? Und so einen Fall hatte ich, der Doktorspiele in einer Art und Weise macht, dass er eine Schere in die Scheide eines gleichaltrigen Mädchens einführt. Ist das jetzt etwas, was der zufällig gemacht ist? Ist das eine Bagatelle? Mhm. Darf man dann darüber reden? Oder würde das zum Beispiel bedeuten, da kann ich jetzt auch bereits ein fünfjähriges Kind nicht kriminalisieren, sondern als von den Handlungen als Anlass nehmen, mit ihm darüber zu reden, was ist hier eigentlich abgelaufen? Und da ist ein Manko. Nicht warten, bis der dann strafmündig ist, ob 12 oder 14 und dann die Gesetzesfaust niederschlagen, sondern wirklich frühzeitig bei sogenannten Jugend- oder kindestypischen Auffälligkeiten bereits versuchen, Erziehenden Einfluss zu nehmen und nicht lange warten. Manche meinen ja auch, man sollte diese Strafmündigkeitsgrenze, die jetzt bei 14 Jahren liegt, nach unten setzen. Geben Sie den Recht oder würden Sie sagen, das bringt nichts? Nein, ich würde sagen, das bringt nichts. Ich fände es wichtiger, bei Kindern und Jugendlichen als Gesellschaft schnell reagieren mit erzieherischen Maßnahmen, nicht lange die Strafe oder die erzieherische Maßnahme auf dem Fuße folgen lassen, den Menschen, den Kindern und Jugendlichen zu erkennen geben, wir gucken hin, wir lassen uns nicht gefallen, ganz klar Regeln aufstehen, heißt aber nicht von vornherein kriminalisieren. Was ist denn für Sie eine erzieherische Maßnahme von Seiten des Staates aus? Also erzieherische Maßnahme von Seiten des Staates aus wäre zum Beispiel Kinder zu bestimmten freiwilligen Leistungen einbeziehen. Wenn jemand eine Wand verschmiert oder versprüht, dann ist er beteiligt oder allein derjenige, der diese Wand versucht zu reinigen. Täter-Opfer-Ausgleich? Auch ein Schlagwort, das man oft hört in dem Zusammenhang. Also wenn die Opfer bereit sind und mitmachen, halte ich das für sehr wichtig. Nur jedem Opfer kann man nicht zumuten, mit seinem Täter jetzt an einen Tisch zu sitzen, nur damit der Täter in Zukunft weniger auffällig wird. Da muss man auch ein bisschen an die Opferrechte und an die Opferbedürfnisse denken. Wenn das Opfer bereit ist, wunderbare Möglichkeit, dann lernt das Opfer nämlich auch, warum der Täter das möglicherweise getan hat. Ganz wichtig in der Verarbeitung, und damit ich nicht später noch auffälliger werde und mit einer noch größeren Wahrscheinlichkeit ein Opfertypus werde. Wird in unserer Gesellschaft zu wenig an die Opfer gedacht? Auf alle Fälle. Opfer sind zum großen Teil Mittel zum Zweck zur Verurteilung der Täter, wenn sie dann davon ausgehen, dass dann teilweise in einem zweiten Verfahren vor dem Versorgungsamt eine vergewaltigte Frau nachweisen muss, ob sie nicht schuldhaft dazu beigetragen hat, Opfer zu werden, um dann möglicherweise irgendeine Entschädigung zu bekommen. Das halte ich für entwürdigend. Mhm. Und auch das Stichwort Opferanwalt, das ist erst jüngst die Möglichkeit, sollte eigentlich schon lange Selbstverständlichkeit sein. Das heißt, dass sich ein Opfer auch jemand nehmen kann, der die Nebenklage im Gericht vertritt. In der Verhandlung dann vertritt, ja. Was erwarten Sie sich dadurch? Wir haben in der Vergangenheit gerade bei Sexualdelikten immer wieder erfahren, dass Opfer Schwierigkeiten hatten, ihre Identität zu schützen, dass dann Täter sich aus der Justizvollzugsanstalt sich an misshandelte Opfer gewandt haben und gesagt haben, warte nur, bis ich rauskomme, dann wirst du sehen, was du davon hast, dass du mich angezeigt hast. Und das ist ein unhaltbarer Zustand. Und da brauche ich Beratung. Es gibt Organisationen wie den Weißen Ring, die sich der Opferbedürfnisse annehmen und diese Opfer auch immer schon beraten haben. Aber das muss man noch mehr auf einen institutionellen Rahmen stellen. Eine Gesellschaft ohne Gewalt, ohne Kriminalität, wäre das Ihr Wunschtraum? Oder ist dann auch die Gefahr, dass die Polizei keine Arbeit mehr hätte? Oder ist das jetzt einfach eine Spinnerei, so wie ich das formuliere? Also die Polizei hätte genügend sonstige Arbeiten. Wenn ich den Wunschtraum hätte, dann wäre ich wahrscheinlich zwischen 17 und 19 Jahren alt. Dann würde ich einfach verkennen, dass es einfach nicht möglich ist, eine gewaltfreie Gesellschaft zu haben. Wir müssen nur versuchen, dass die Gewalt in einem Rahmen ist, den wir beherrschen können. Ich bedanke mich herzlichst für das Gespräch. Das war Alpha Forum. Unser Gast war Adolf Gallwitz, Professor für Psychologie und Soziologie an der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg in Villingen-Schwenningen.